Moin, wir sind heute im Forellensee in Winzenburg zu Gast. Es ist Winter und obwohl wir so milde Temperaturen haben, stehen die Fische bodennah. Wie wir sie dort beangeln und mit welchen Techniken, seht ihr in diesem Video. Dieses ist einer meiner Wintermontagen. Ich fische mit der Pose, aufgelegt auf Grund. Hört sich erstmal ungewöhnlich an, hat aber den Vorteil, dass man bei besonders vorsichtigen Forellen den kompletten Bissverlauf verfolgen kann. Zur Montage selbst. Ich verwende relativ schlanke Posen, um der Forelle beim Biss möglichst wenig Widerstand zu geben. Danach folgt das Blei, welches einen Durchlauf hat. Und danach kommt der Wirbel. An dem Wirbel befindet sich das Vorfach. Und auf dem Vorfach sitzt ein kleines Blei. Dieses Blei kann ich verstellen und kann damit die Höhe regulieren, wie hoch der Köder auftreiben soll. Und es dient gleichzeitig dazu, dass es die Forelle beim Biss nicht in die Hauptschnur wickelt. Eine weitere Technik, welche ich sehr gerne im Winter verwende zum Grundfischen, ist das Angeln mit dem Bottom-Detektor. Der Bottom-Detektor hat den Vorteil, dass er sich nicht in den Gewässergrund eingräbt wie ein Blei, sondern er setzt sich immer schön oben drauf und gewährleistet dadurch immer einen feinen Freilauf. Man kann mit ihm passiv fischen oder auch aktiv die Fische suchen. Beim aktiven Fischen im Winter ist es wichtig, ebenfalls eine schlanke Posenform zu verwenden. Und anstelle von Gläsern kommen Bleie zum Einsatz, um den Köder schneller auf Tiefe zu bringen, dort wo sich die Forellen aufhalten. Dieses sind meine Lieblingsköder für den Winter. Gerade zu der kälteren Jahreszeit fische ich sehr gerne mit Baitsorten, welche sehr intensiv riechen. Wie zum Beispiel Knoblauch, Käse oder Schrimp. Ein weiterer Topköder ist der Rogen. Und natürlich nicht zu vergessen, die Bienenbahn. Diese fangen zu jeder Jahreszeit, natürlich auch im Winter. Einfach auftreibend mit Styropor vom Grund her gefischt. You'll never, you'll never, you'll never, you'll never, you'll never.